Ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Kupfip und Mauke mit einem Let's Play World of Warcraft Classic. Genau, und wir haben auf jeden Fall vor, dieses Schimmerkraut zu finden. Und das gibt es bei den Trollen. Das haben wir in der letzten Episode schon herausgefunden und dahin machen wir uns jetzt mal auf den Weg, auf jeden Fall. Genau, das war hier in Richtung Nomeregan, beziehungsweise südlich davon. Der Server ist auf jeden Fall wieder eine ganze Ecke voller als noch heute Nachmittag, als ich die dritte Episode aufgenommen habe. Das hier ist wie gesagt die vierte. Es ist mal wieder sehr voll. Davon ist hier jetzt gerade nichts zu sehen, finde ich aber auch ganz angenehm. Genau. Ich habe mir da noch nicht so richtig eine Meinung zugemacht, wie ich das eigentlich finde, dass der Server komplett voll ist. Ah ja, wie gesagt, genau. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht, wenn man im Auktionshaus irgendwie was kaufen will, an sich eine gute Sache. Oder wenn man irgendwie Leute für Dungeons sucht, ist das, denke ich mal, auch eine gute Sache. Genau, wo das jetzt eine schlechte Sache ist, habe ich mir noch nicht so richtig die Gedanken gemacht, beziehungsweise bin ich vielleicht noch nicht drauf gekommen, keine Ahnung. Feenfeuer, Rüstung reduziert. Naja, gut, okay, was soll's. So, da ist ein Schattenzauberer, da ist ein Kopfjäger, die stehen da alle schön im Kreis. Ich glaube, für die Quest sollte ich aber. Haben wir gleich. Schimmerkraut. Was hat er gesagt? Wer hat das hier? Die Seher. Okay. Vielleicht ist das gar nicht hier, sondern weiter in den Bergen. Irgendwas stand da auch von Bergen. Da sind Kopfjäger. Kopfjäger, Troll, Troll. Okay. Ich schleiche mich mal hier an deren Lager einfach mal vorbei. Hier ist auch noch eine Höhle. Vielleicht gucken wir da mal rein. Schaden tut das nicht. Zur Not kann man auch einfach ein paar Mobs grinden. Das ist ja bekanntlich besonders in Classic auch immer wieder eine gute Sache, weil das gibt auch ordentliche Erfahrung. So, das sind Balkabzieher, Schneeschreiter. Da kommt Talina, die ist allerdings schon Stufe 12. Okay. Da ist ein Schneeschreiter. Um den kümmern wir uns mal eben. So, Kupfip und mich. Und ja, genau. Und mich. Und meiner einer. Genau. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber ich bin ja auch ein Gnom. Ich weiß nicht. Sprechen die von Haus aus Deutsch? Ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Genau, das war Roleplay. So, was haben wir denn hier Schönes in dieser Höhle? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte den Text, den Questtext nochmal lesen. Das könnte helfen. So. Ich bin von eurem Vorhaben besessen. Starkbier, la 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 la. Weit oben in den Bergen, aha, im Osten, bauen die Trolle eine Pflanze an, Schimmerkraut genannt. Besorgt mir etwas Schimmerkraut. Da da dam. Weit oben im Osten, okay. Das heißt, im Osten sind wir schon mal. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Weit oben jetzt noch nicht wirklich. Dann gehen wir doch mal hier weiter nach oben nach. Ne, das wäre Südosten. Gehen wir mal hier ein bisschen weiter nach Nordosten und gucken doch mal. Es ist dann schon in Richtung Gnomeregan. Ob wir hier das gewollte Schimmerkraut finden. Nee, das geht doch hier schon mit Gnomeregan los. Weit oben im Osten. Na, wir schauen einfach. Oben in den Bergen. Okay. Ja.
Die Trolle, da waren es gerade nicht. Könnte auch daran liegen, dass das im Westen war. Ich habe so eine Ost-West-Schwäche, glaube ich. Muss ich dazu sagen. Ist mir gerade, naja, ich hätte jetzt bald siedend heiß gesagt, aber mir ist inzwischen fast nicht mehr ganz so viel peinlich. Bisschen verlegen lachen muss ich da allerdings schon, aber mir ist tatsächlich gerade aufgegangen, dass wir da doch wohl am falschen Ende geguckt haben. Macht aber nichts, gar nichts los. Wir laufen hier einmal über den See rüber und begeben uns dann tatsächlich in den Osten und weiter nach oben. Genau. Und werden dann da mit Sicherheit auch fündig. So. Da ist ein Jäger. Okay, da geht schon mal ein Berg hoch. Alles klar, da ist auch eine Höhle. Keine Ahnung, wo die hinführt. Oh, das ist alter Schädel. Hier geht es aber tief runter. Junge, Junge, was haben wir hier für Fische? Fische? Fisse? Keine Ahnung. Das Wasser fand ich immer ein bisschen spooky auf jeden Fall, ehrlich gesagt. Damals. Inzwischen geht's. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, als ich so die ersten Male WoW gezockt habe und dann ins Wasser gegangen bin, das war immer irgendwie, ja, so ein bisschen gruselig tatsächlich. So, na Leute, wie sieht's bei euch aus? Das ist eine Sammelquest, ne? Tut man sich da zusammen? Weiß ich nicht genau. Okay, hier oben ist der Schimmergrat. Könnte natürlich sein, aha, na sieh mal einer, guck. Da sind doch auf jeden Fall Trolle. Und in den Bergen sind wir auch. Und da ist auch ein Körbchen. Irgendwas von Körben hat er auf jeden Fall im Questtext gesagt. Und da ist auch das, was ich suche. Na, siehst du wohl. Wunderbar. Aha, sehr schön. Da werde ich auch direkt angegriffen. Oha, der macht aber gut Schaden auf jeden Fall. So, Pupfip. Bisschen Hilfe wäre vonnöten. Ja, und genau, erste Hilfe könnte ich auf jeden Fall jetzt auch bald mal skillen, denn es ist tatsächlich schon manchmal kurz vor knapp, würde ich mal sagen. So, genau. Hier leeren wir mal die Körbe mit dem Schimmerkraut. 6 Stück brauchen wir. Das sollte ja wohl irgendwie zu schaffen sein. Genau, das liegt hier rum. So. Das ist auch wieder schön. Ist auch bei Nacht schön in Dunmorg. Das kann man nicht anders sagen. So, da ist wieder einer der Gegner. Da ist auch einer. Ich weiß nicht, ob der ist, glaube ich, weit genug weg. So, da ist allerdings auch ein Schimmerkrautkorb. Da hinten ist auch einer. Na, dann greifen wir den da mal lieber an. Bevor er uns zuvorkommt. Sehr. Vielleicht hat der sogar auch ein wenig Schimmerkraut dabei für uns. Das gucken wir gleich mal. Genau. Kupfep leistet gute Arbeit auf jeden Fall. Das ist wunderbar. Der wird gelootet. Ordentlich Leinenstoff. Das freut mich. Ich tatsächlich gleich mal die erste Hilfe ein wenig skillen. Wobei auf der anderen Seite, ich glaube, mein Kompagnon Monfray, mit dem ich ja auch gerne zocke. Gibt es auch auf diesem Kanal ein anderes Let's Play, was ich immer mit einem anderen Kumpel zusammen mache, mit Zockerkriech. So, dem können wir mal helfen hier. So, zack. Genau, der ist nämlich Schneider, der Monfray. Genau, und der. Das andere Projekt, das mache ich wie gesagt ausschließlich mit Zockerkriech zusammen. Er spielt da Kriechli, wir sind zwei Zwerge. Ich bin Monfray, er ist Kriechli und ist ein Hunter und ich bin ein Priester. Und das macht auf jeden Fall auch eine ganze Menge Spaß, aber die Schneiderkunst und Verzauberkunst benötigt dann ja doch immer wieder ordentlich Material. Muss ich natürlich jetzt abwägen, wie wichtig ist mir Maukes Erste-Hilfe-Skill oder wie wichtig ist mir
Montfres, Verzauberkunst und Schneiderkunst. Das überlege ich mir noch, habe ja noch genug Zeit, noch bin ich nicht beim Briefkasten. Und genau. Jetzt gehen wir erstmal nach Brunel. Muckmuck folgt mir. Und in Brunel geben wir mal unsere Quest ab. Da ist Angelbedarf. Ja, irgendwann bei Gelegenheit werde ich das auch nochmal erlernen. Kann auf jeden Fall nicht schaden, vor allen Dingen, wenn man Alchemie und Kräuterkunde lernt, was ich ja mit Mauke vorhabe, auf jeden Fall. So, da war aber kein Angellehrer. So, da ist dein Schimmerkraut, mein Freund. Und ich hätte gern die Schienen. Beides bringt 4 Rüstung mehr. Was kriegt man häufiger? Ich nehme mal die Armschienen. Ich glaube, so einen Umhang gibt es dann doch öfter mal. So, könnt ihr mir dieses Fass Schimmerstark? Wir zu Gebirgsjäger Gerstenbräu. Der ist wo? Südlichen Wachturm. Aha, an der Grenze zum Loch Modan. Okay, okay. Das ist ja schon noch eine Ecke. Seid auf der Hut. Kann ich aber machen. Das Inventar ist voll. Ja gut, das ist nicht weiter schlimm. Hier hat, glaube ich, auch jemand Wie geht's? Gekauft und verkauft. Gut geht's. So. Die ganzen Bierquests hier auf jeden Fall. Schimmerbräu, dann soll ich da noch ein Fässchen austauschen und. Dann gibt es Eberrippchen in Malzbiersoße. Das ist schon alles, geht schon alles in so eine leichte Alkoholiker-Richtung hier. So, jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass ich zum Briefkasten komme. Muss ich einiges an meinen Bankdrink schicken. Mögen eure Reisen sicher sein. Und genau. Redet mit mir. Die Taschen einfach mal ein bisschen leer machen. So, Fass mit Schimmerstarkbier. Okay, das kriegt der im Süden an der Grenze zu Loch Modan. Ne, Moment, das ist Kalimdor. Das war ja dämlich. So, genau, hier. Wo ist denn Loch Modan überhaupt? Hier. Aha, im Süden. Gut, das ist jetzt aber wirklich Osten. Das weiß ich. Okay. Ja. Gut, was haben wir denn noch an Quests, die erledigt werden müssen? Die Wendigo-Mähen, das kann man auf jeden Fall auf dem Weg machen. Das ist der altgediente Bau. Der Rest ist alles fertig. Das hier gebe ich. Das muss ich vertauschen. Okay. Das geht zu Steel Grill in Karanos und das geht zu dem bei Loch Modan. Okay, und vorher machen wir noch die Wendigos kalt. Sehr schön. Das ist auch mal ein Plan. Jo. Ja, Hexenmeister ist auf jeden Fall schon eine coole Wahl, aber so mit sich irgendwie selber heilen, ist einem dann tatsächlich nur mit erster Hilfe geholfen. Und das ist zu weit entfernt. Und halt mit dem Gesundheitsstein. Aber den habe ich noch nicht. Das kommt aber jetzt, glaube ich, auch bald irgendwann demnächst. So, wird nochmal ein Schwein gegrillt. Ich habe zu viel drüber gesprochen. Ach, Kupfib, Mensch, du Armer. Hast dich schon wieder dahin gerafft. Na komm schon, lass dich messern, du Schwein. So, genau, Kupfib soll auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Oder Mauke? Oh, da ist er im Vollmond. Aha, so gar nicht. Na, dann wird heute Nacht auf jeden Fall nicht geschlafen. Dann wird hier nur WoW gezockt auf jeden Fall. Das so viel ist schon mal klar. So, wo waren jetzt nochmal diese Chillbreeze-Tal, der altgediente Bau. Ja, gehen wir aber trotzdem hier lang. So. Der altgediente Bau. Moment mal. Der hat. Nee. Ein- und Ausgang wahrscheinlich. Okay. Kein Problem. Wir gucken uns das an. Und werden die Wendigos eines Besseren belehren, auf jeden Fall.
Genau, und wie in der vergangenen Episode schon angekündigt, werde ich dann auf Stufe 10 mich auf eine lange, lange Reise machen. Dann wird Mauke nämlich den Kontinent verlassen und wird ihr Glück in Kalimdor, ist das dann, glaube ich, versuchen. So, warte mal, nee, hier war das aber nicht lang. Wir gehen mal hier lang und dann ist das da, glaube ich, die Höhle direkt bei Karanos in der Nähe. Ja, das Schöne am Hexenmeister ist natürlich auch, dass man nicht ganz so extrem aufs Geld achten muss, weil das Mount, das Pferd, das schöne flammende Pferd gibt es nicht ganz umsonst, aber auf jeden Fall für weit, weitaus günstiger als die anderen Klassen dafür berappen müssen. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Mount berappen, ne? Ja. Okay. Ja. Jetzt gehen wir mal hier durch die Bäume. Genau, da ist auch dieses alte Munitionslager, wo ich die Kiste vorhin geholt habe. Und hier ist der altgediente Bau. Und der hat diesen komischen Yetis hier wahrscheinlich altgedient. Und die werde ich jetzt mal zerschnetzeln. Aha, da ist auch schon der erste. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, ziehe ich doch mal so ein Wendigo an. Aha, der hat auch seine Mähne abgeworfen. Sehr schön. Da ist schon der nächste. Und der auch. Na, das läuft ja wie geschmiert. Dann trauen wir uns auch mal in die Höhle, würde ich sagen. So, hier hat auch irgendwer schon rumgeschlachtet. Jetzt nur nicht im Sichtfeld, weil ich zu klein bin, oder woran lag das? Das ist hier die Frage. Ich habe schon mal gefragt, ob es da einen Nachteil eigentlich durchgibt, dass die Gnome ja doch etwas klein geraten sind. Da macht er seinen Eisatem, bringt ihn aber auch nicht großartig viel weiter. Hallo Tocdeal, ein Schurke. Ein Schurke auf dem PvE-Server. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz so häufig wie auf den PvP-Rams auf jeden Fall. Wobei die natürlich auch im PvE wahrscheinlich relativ gut Schaden machen. Ich habe mal irgendwann vor Jahren habe ich mal einen Trollschurken gespielt. Bis Level 25 oder irgendwie so. Also auf jeden Fall überhaupt nicht weit. Mir nicht so getaugt, nicht so meine Lieblingsklasse. Das wäre dann doch eher der Hexenmeister, würde ich sagen. Okay. Und da ist schon der nächste. Ich bin außer Reichweite. Kupfip macht sich schon bereit. Und ich ziehe die Agro. Ja, so soll es sein. Wird auf jeden Fall gebessert. Gut, schmeißt seine Mähne weg. 3 brauchen wir noch. Sehr schön. Dann haben wir es ja gleich. Ziemlich neblig hier in der Höhle auf jeden Fall. So, Maxu, du hast doch bestimmt das gleiche vor wie ich. Aber hier sind auch genug. Da kommt auch schon der nächste. Okay. Sollte aber trotzdem zu schaffen sein. Oh, da hinten sind richtig viele, alles klar. Ja, Kupfip ist da hingerafft. Macht aber nix. Das schaffen wir. Dann sollten wir aber auf jeden Fall halt mal was trinken und essen. So. Oder wenigstens was trinken.
Essen ist auch leider mau gerade. Ne, Mauke? Essen ist mau. Macht nix. Hauptsache du trinkst. Du füllst deinen Mana auf. So. Und dann rufen wir doch mal unseren Partner in Crime wieder herbei hier. Gupfip. Die sind auch schon wieder gespawnt da hinten. Eine Mähne brauchen wir noch, die können wir auch beim Rausgehen uns organisieren, und zwar von dem da. Und dann haben wir es hier auch bald, würde ich sagen. Ja, sehr schön. Wunderbar. Dann geben wir jetzt Quests ab. Das ist auf jeden Fall immer ein schöner Moment. Ja, da hast du wohl daneben gehauen, mein Freund. Oh, da sind auch wieder ganz schön viele. Naja. Das schaffen wir schon. Da schlägt er dem Kupfip im Rücken mit seiner riesen Pranke. Aber da rennen wir einfach weg. Da haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen Quests abgeben. So. Ich werde wahrscheinlich auch in dieser Episode nochmal nach Ironforge. Irgendwann, vielleicht gegen Ende oder so. Ich hätte auf jeden Fall Lust, jetzt bald mal die Kräuterkunde zu erlernen. Und dann auch irgendwann das Alchemistentum. Ganz im Sinne des Roleplay ist Mauke nämlich eine kleine Kräuterhexe. Auch tatsächlich relativ passend. So. Und Alchie und Kräuterkunde ist auf jeden Fall auch ganz geil. Auch wenn man mal ein bisschen Kohle machen will, auf jeden Fall, habe ich gelesen, ist das gar nicht so verkehrt. So, wo gebe ich das jetzt ab? Ja, genau, zu Steel Grills Depot als erstes mal. Das ist hier. Da kann ich was abgeben. Und bei den anderen muss ich gleich nochmal gucken. Aha, da sind schon mal zwei gelbe Punkte. Das ist immer ein gutes Zeichen. So, hier ist der erste. Was geht euch durch den Kopf? Ach so, der kriegt das Fässchen und gibt mir ein schönes neues Messer. Das auf jeden Fall auch eine ganze Ecke besser ist. Das lege ich direkt mal an, sonst vergesse ich das nur wieder. Zack. Und der nächste ist hier. Wie geht's? Der kriegt die Wendigo-Mähnen. Fort mit euch! Sehr gut. Wunderbar, genau. Wo wir gerade bei vergessen sind, ich werde jetzt direkt mal eben zum Briefkasten und meinen ganzen Kram hier loswerden. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. So. Was sagt das Questlog? Ach ja, ich muss noch das Fässchen austauschen und dem Typen da in Richtung Loch Modan sein Starkbier bringen. Okay, das kriegen wir ja wohl hin. Schöne Laufquest. Genau. Und dann könnte ich auch gleich nochmal zum Hexenmeisterlehrer gehen. So, als allererstes verkaufen wir allerdings erstmal. Kann man das hier schon? Nee, muss mal reingehen für. Schön euch zu sehen. Ach, das, du bist nicht der, Gastwirt, was du bist geht der euch Priesterlehrer. Aber du, genau. Ach, siehst du, die Handgelenke, die hätte man auch mal anlegen können. Habe ich überhaupt schon Handgelenke angelegt? Nee, doch, da, natürlich. Okay, siehst du. Und dann können die alten getrost verkauft werden. So. Das Ding kann auf jeden Fall auch weg. Das könnte ich mir mal hier in die Leiste ziehen. Hab ja noch was zu essen, Mensch. Sogar sowas Leckeres hier. Eberrippchen in Biersoße. Sehniges Wolfsfleisch wird verschickt. Brockeneberfleisch wird verschickt. Das kann man alles noch für Kochkunst gebrauchen, das Rezept ebenfalls, das ist der Malachit, den schicke ich auch an meinen Banktwink
wer von meinen Charakteren jetzt das Kochen erlernt. Das habe ich noch nicht entschieden, aber das Essen wird ja nicht schlecht, ne? Zum Glück. Der Banktwink hat, glaube ich, so eine kleine Kühlfunktion in seiner Bank und genau, der bewahrt das dann da für uns auf. So. Sehr schön. Man sieht sich. Ja, man sieht sich. Alles klar. Da ist auch schon der Briefkasten. Zack. Wie war denn das nochmal? Ach ja, herrlich. Das erste Mal, dass ich einen Brief versende. Seit Jahren. So, wie heißt der? Bim Bam Bank, genau. Taucht auch gleich auf. Wunderbar. Und zwar kriegt der... Nee, Moment. Alles. Wie kriegt er denn alles? So. Der kriegt alles. So. Oha. 2 Silber, 40 Kupfer. Gar nicht mal so billig. Aber was willst du machen? Das macht mir nur den Taschenplatz voll. So. Genau. Das Fässchen. Mit Gerstenbräu war, glaube ich, das, was ich tauschen sollte. Das machen wir doch mal eben. Da gehen wir mal eben in den Keller und vertauschen das mal. Und mal gucken. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. So, hier sind auf jeden Fall Fässer. Schreibt mich mein Kollege an. So, ich habe auch noch Caps Lock an, passenderweise. Mal einmal kurz ablehnen. So, wo sind denn hier die Fässer, die man tauschen kann? Da sind doch Fässer. Aha. Donnerbräu bewacht. Solange er im Keller ist, kann der Mann sich nicht an den Fässern zu schaffen machen. Okay, gut. Das verstehe ich natürlich. Dann muss ich wohl mal mit dem schnacken. Was geht euch durch den Kopf? Hier steht so viel Alkohol rum. Aha, der will ein Donnerbier. Okay, dann wird er wohl von dem Donnerbier abgelenkt. Das kriegt er eben. Und dann kann man hier die Quest wahrscheinlich so beenden. Was kann ich heute für euch tun? Dann das Fass austauschen. So, hier ein Donnerbier. Gut. Bleib sauber. So, gleich melde ich mich nochmal bei meinem Kollegen. Das ist übrigens Zockerkriech. Das ist der, mit dem ich den anderen Stream bzw. das andere Projekt mache. Der will mich mal besuchen. Okay, dann lade ich ihn mal ein. Ich war gerade nur etwas abgelenkt mit Streamen und Hallo? Questen und Sprechen und dann noch mit ihm interagieren. Deswegen. So. Ihr seid eine wahre Heldin, Mauke. Ja, danke schön. Mögen eure Reisen Aha. sicher sein. So, sehr gut. Jetzt haut er ab. Und jetzt können wir das Fass vertauschen. Aha. Warum soll man das überhaupt vertauschen? Ich habe das überhaupt nicht gelesen. Schnappt euch zum Beweis ein Fass Donnerbier. Fass mit Donnerbier. Ach so, haben wir jetzt schon. Okay. Jetzt muss ich allerdings da wieder nach Brew Dingenskirchens zurücklaufen. Na gut. Na gut. Warum eigentlich nicht? Es gibt dann ja hoffentlich auch ordentliche Erfahrung. So. Und zwar Brunel, oh mein Gott, da wieder ganz hin. Naja, okay. Was tut man nicht alles? Ah, oh, und jetzt schneit's hier, wie schön. So. Ich
schreibe ihm noch mal eben: Streame noch eben die Episode fertig, dann kann das Zwergen-Duo wieder starten. So, das musste ich ihm mal eben kurz mitteilen. Jo. Ich hoffe, ich lag da richtig und das war wirklich in Brunel. Aber ja, klar. Muss ja, nee, Moment, jetzt muss ich hier um die, da um den Berg rum, so. Also, nee, ich streame ja nicht, ich nehme auf. Naja, wie auch immer, ist egal, er weiß, glaube ich, was ich meine. So. Genau, ich habe nämlich extra noch eine Episode angefangen, weil die Wartelisten sind hier tatsächlich so extrem lang. Ich habe auf jeden Fall über eine Dreiviertelstunde gewartet, aber ich glaube und ich habe den Verdacht, das liegt auch so ein bisschen an der Verbindung. Und dann in dem Fall halt an meiner schlechten Verbindung. Da greift der aggressive Wolf. So. Ja, da waren die Macher von Classic auf jeden Fall, beziehungsweise die ursprünglichen Macher von WoW rigoros. Da werden die Leute hin und her geschickt. Das ist einfach Teil des Spiels, da machen wir uns nichts vor. Aber ich habe ja meinen Ruhestein in Karanos, von daher ist das alles halb so wild. Genau. Dann gehen wir gleich noch zum Lehrer. Und dann machen wir uns auf nach Ironforge. Und dann in Richtung Lochmodan, bringen dem anderen Typen da sein Bier, dem anderen Zwergen. Und schauen wir mal, wie weit die Episode fortgeschritten ist. Macht auf jeden Fall wieder Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß beim Zugucken. Schreibt mir gerne einen Comment. Auch wenn ihr noch Ideen habt für andere Projekte, vielleicht, wenn ihr irgendwie eine andere Rasse, eine andere Klasse mal gerne sehen wollt, ich die zocke, schreibt es mir gerne rein. So, Kupfip hat es schon wieder dahin gerafft. Und ich bin auch relativ schwach auf der Brust. So. Genau, da kommt Kri-Schildur. Das ist übrigens das Nebenprojekt von Krischli, also von Zocker Krisch. Der hat nämlich auch noch ein anderes Projekt, wenn wir uns nicht treffen, wenn wir nicht gemeinsam zocken, dann zockt er mit dem. Das ist, glaube ich, ein Magier. Der dürfte jetzt auf jeden Fall auch schon eine ganze Ecke weiter sein. Auch weiter als unsere beiden Zwerge und auch weiter als Mauke. Würde ich mal so tippen. So. Aber dass die sich auch mal über den Weg laufen, wundert mich an sich nicht. So, genau. So, die kriegt jetzt das Fässchen, das ausgetauschte. Willkommen! Habt ihr den Austausch vollzogen? Jo, habe ich. Nicht schlecht, Mauke. War schwierig. Ist ja eigentlich egal. Okay. Wenn ihr jemals ein Starkbier mit Pep haben wollt, denkt an die Gerstenbräus. Aha. Seid interessant. 625 EP nehmen wir mit, auf jeden Fall. Warum nicht? So, was haben wir denn jetzt hier noch auf dem Programm? Nur noch das Schimmerstarkbier. Ja, wunderbar. Dann machen wir uns auf den Weg nach Ironforge. Gehen wir dem Kri-Schildur mal ein bisschen entgegen. Und genau. Mal gucken, wo wir uns treffen. Und dann lerne ich da Kräuterkunde und Alchemie. Und dann laufen wir noch in Richtung Lochmodan. Genau, und Flugpunkt sollten wir nicht vergessen in Ironforge. Das ist immer nicht verkehrt. So, jetzt müsste er mir gleich entgegenkommen. Ja, da ist er schon. Ja, lustig. Aha, der ist schon Stufe 12. Ja, witzig. Alles hallo. Ja, hallo.
Also, ich habe da eine Idee für einen tollen Film. Es geht um zwei Gnome, die einen Armreif der Macht finden und in der brennenden Steppe in den Kessel werfen müssen. Die beiden bilden die Bruderschaft des Armreifs. Aha. Unterwegs treffen sie einen Murloc namens Gotham, der von dem Armreif besessen ist und 9 Armreif-Monster. Man könnte einen Dreiteiler mit dem Titel Der Herr des Armreifs draus machen. Der erste könnte Die Armreif-Gefährten heißen, der zweite Der Türme 2 und der krönende Abschluss, hey, der König ist wieder da. Weiß ich jetzt nicht, ob er das unbedingt hören wollte, weil ich glaube, da kommt er gerade her. Aber gut, was willst du machen? Gut, die Quests in Karanos sind erledigt auf jeden Fall. Das freut mich, das ist eine gute Sache. Den Hexenmeisterlehrer können wir auch in Ironforge aussuchen. Und genau. Und einfach nochmal ein bisschen hier durch die schöne Landschaft laufen. Oh, da ist auch schon wieder ein Wolf. Shido guckt erstmal nur zu, okay. Ich muss zum Loch, sagt er, okay. Da muss ich danach hin. So. Ja, witzig. Da treffen sich unsere beiden Side-Projects bzw. unsere beiden Solo-Projekte. Einfach mal hier in der Welt. Auch schön. Der Zockerkriech. Mit dem habe ich auch damals, als Cataclysm rauskam, da habe ich da wieder angefangen. Da bin ich wieder eingestiegen. Also ich hatte komplett angefangen, hatte ich kurz vor Burning Crusade, also noch zu Classic-Zeiten. Dann kam Burning Crusade, dann Wrath of the Lich King, ich weiß gar nicht, ob ich da noch dabei war, ich glaube nur noch so halbherzig. Und genau, und dann kam Cataclysm und da bin ich dann wieder eingestiegen. Aber zugegebenermaßen immer nur so just for fun und ja, so richtig high-end auf irgendwie auf dem Endlevel tatsächlich noch gar nicht, noch nie. Genau. Mal gucken, ob es diesmal was wird. Ein bisschen Bock hätte ich schon mal, einen auf 60 hochzuziehen. Mal gucken, mit wem es klappt. Vielleicht ja mit Mauke, vielleicht auch mit dem Priester, mit Monfrey, mit Zockerkriech zusammen. Wir werden es erleben. Ihr werdet es auch erleben. Ihr könnt euch das hier gerne angucken. Genau. So, jetzt brauchen wir allerdings erstmal hier den Flugpunkt. War der hier draußen oder war der jetzt hier noch drin? Nee, Moment. Ich glaube, der war drinnen. Genau, da fliegt auch gerade jemand rein. So, wir können aber mal hier die Wache fragen. Hallo. Wo es denn... ja, gehen wir ruhig erstmal zum Hexenmeisterlehrer. Man sieht sich. So, okay, der ist da mitten in Ironforge. Gehen wir erstmal zum Hexenmeisterlehrer, machen das und dann lernen wir Alchemie und Kräuterkunde und dann... So, wo ist der jetzt? Das Mystikerviertel. Könnt mir vorstellen, dass er da ist. Dann fragen wir mal hier eben noch einen. Schön, euch zu sehen. Mögen eure Reisen sicher sein. Aha, im düsteren Viertel. Ja, wie sollte es auch anders sein? Natürlich, im düsteren Viertel. So, ich glaube, Mauke ist tatsächlich auch das erste Mal in Ironforge, aka in Eisenschmiede. Auf jeden Fall auch ein pompöses Bauwerk, kann man nie anders sagen. Und, genau. Ich glaube, der Kreis Schildur, der folgt mir einfach nur. Ich könnte mir vorstellen, der ist irgendwie auf dem Balkon eine rauchen oder sowas.
oder AFK, wie auch immer. Aber das ist ja auch gar nicht weiter wild, denn mit unserem gemeinsamen Projekt geht es gleich erst richtig los. So. Ja, wie gesagt, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass er so schnell durch die Warteliste kommt. Ich habe auf jeden Fall eine ganze lange Zeit warten müssen. Das ist leider gerade Standard und ja, könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass es an der Internetverbindung liegt. Genau. So, wir holen uns mal den Flugpunkt. Ja, der läuft mir einfach nur stumpf hinterher. Der ist, glaube ich, AFK. So. Grüße. Bleibt auf dem Boden. Okay, ist aber nicht möglich, weil ich mit keinem verbunden bin hier. Macht nichts. So. Wir wollen ja auch eh erstmal in das düstere Viertel. So. Und danach holen wir uns endlich unseren Beruf. Dann können wir Blümchen pflücken. Das ist auch eine feine Sache. Dann wird Mauke zur Kräuterhexe. So, das sieht auch schon relativ düster aus. Und wenn mir dann auch noch auf Schritt und Tritt einer folgt in so einem düsteren Viertel, das ist natürlich auch noch doppelt düster. So, das ist doch hier ein Dämonenausbilder. Ah, siehst du? Kann ich euch helfen? Noch einen Folianten für den Kupfip kaufen. Und zwar Feuerblitz Rang 2, ja. Den gönnen wir uns. Und was ist das hier? Blutpakt Rang 1. Blutpakt. Was war nochmal Blutpakt? Weiß ich gerade nicht mehr, aber ich gönn's mir auf jeden Fall mal. Kann ja nicht schaden. So, genau. Bleib vorsichtig. Bringen wir Kupfip dann gleich bei. Das war der Dämonenausbilder und der Hexenmeisterlehrer, der ist dann vielleicht hier. Wir schauen mal. Da ist er doch. Welch Freude, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Finde ich gut. Aha. Endlich, Fluch der Pein, sehr schön. Der nächste Damage Overtime, den werde ich da auf jeden Fall mal lernen. Fluch der Schwäche wollten wir skippen. Furcht kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. So, jetzt sind die Zauber auf jeden Fall auch schon eine ganze Ecke teurer richtig geworden. Ja, richtig, genau. So, das heißt, was macht denn das Geld? Boah, es geht noch. Aber ganz so viel ist es auch nicht mehr, aber Alchemie werde ich doch wohl noch lernen können und Kräuterkunde. Warum ist denn hier überhaupt ein See? Warum liegt denn hier Stroh? Was soll denn das? Na gut. Weiß keiner so genau. So, dann suchen wir uns doch mal die nächste Wache. Und dann sollen die uns doch bitte zum Alchemie- und zum Kräuterkundelehrer führen. Da ist doch schon eine. Wie geht's? Was machen wir zuerst? Erstmal Kräuterkunde. Bleib sauber. Okay, das ist da. Was kann ich für euch tun? Und der Alchemielehrer ist... Mögen eure Reisen sicher sein. Der ist ein bisschen dichter dran, so wie ich das sehe. Okay, gut. Dann gehen wir da zuerst hin. Dann können wir auf jeden Fall bald Tränke brauen. Können wir uns buffen oder vielleicht auch einfach Kräuter sammeln mit Kräuterkunde und die im Auktionshaus verkaufen. Das ist natürlich auch eine feine Sache ist. So. Ja, hier ist ja auch wieder ganz gut was los. Das finde ich ganz cool. Der ist auch ziemlich schnell unterwegs. So, und hier sind wir bei den Gnomen. Und da wird auch schon ein wenig, oder da sieht es schon nach einem Labor aus. So, Alchemie-Expertin, Alchemie-Bedarf, Alchemie-Geselle. Mhm. Was geht euch durch den Kopf? Alchemie-Lehrling. Super. Seid auf der Hut. Das ziehen wir uns auch mal in die Leiste. Und dann brauchen wir nur noch den Kräuterkundelehrer. So. Willkommen! Achso. Man sieht sich. Ich dachte, das wäre eine Wache. Ich glaube, der war aber da
auf der Ecke, wenn man durch das Militärviertel geht. Hier haben wir gleich. Ah, wir fragen ihn hier nochmal, dann wird es uns auf einmal angezeigt. Ist auch leichter. So. Da ist schon. Bleibt auf dem Boden! Okay, genau, da war das. Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine mächtige Halle hier. Das kann man nicht anders sagen. So, der Kräuterkundler hat hier sein Hütchen. Alles klar. Aha, das sieht doch auch schon nach Kräutern aus. Schön, euch zu sehen. Ja, freut mich auch. Ach, 10 Kupfer. Ja, das ist ja angenehm. Mögen eure Reisen sicher sein. Richtig angenehm sogar. So. Kräutersuche. Ja, Kräutersuche. Einfach so anmachen. Okay. Passt schon. Okay. Alles klar. Das war dies. Dann würde ich mal sagen, ab zum Loch. Ich weiß gar nicht, ob der Zockerkriech noch da ist. Okay, bin dran, sagt er. Alles klar. Gut. Na, Kupfip, wird dir das dann nicht so heiß? Dampft sogar schon. Nee, das ist der Staub, den du aufwirbelst. So, ja, dann gehen wir mal wieder raus. So. Magni Bronzebeard. Statten wir mal keinen Besuch ab. Wir bewegen uns direkt. Ich soll warten. Ja, worauf denn? Auf. Also, da ist er. Okay. Alles klar. Go, sagt er. Und ich sag, yo, alles klar. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verheddert. Ja, es laufen ja auch schon einige mit Mount rum und ein 60er habe ich selber noch nicht gesehen. Sehe auch noch gar nicht, ob es auch schon einen auf Everlook, also auf unserem Realm, schon gibt. Würde mich jetzt aber nicht unbedingt wundern. So, die haben beide ihr Hütchen dabei. Lustig, das gibt es, glaube ich, in Westfall. Da ist die gezeichnete. So, ist jetzt die Frage, können wir hier abkürzen? Sind wir so todesmutig? Ich glaube nicht. Das würden wir nämlich bei so wenig Lebenspunkten nicht überleben, hier uns hinunter zu stürzen. Genau, dann bringen wir da dem Zwergen in Lochmodan sein Donnerbräu oder was das ist, oder Schimmerpilz oder was auch immer. Schimmerstarkbier, das war's, genau. Und dann schauen wir mal weiter, was wir dann machen. Also, wie gesagt, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich gerne in Richtung Dunkelküste, wobei das noch sehr, sehr verfrüht ist. Also jetzt mit Stufe 8 ist das noch viel zu früh an sich. Vielleicht machen wir noch die ein oder andere Quest oder grinden uns durch ein paar Mobs, bis wir dann wenigstens Stufe 10 sind. 10 oder 11 oder so, würde ich sagen. Wäre schon ganz gut. Und dann kann man sich auf den Weg nach Kalimdor machen. Mal gucken, ob es in der nächsten Episode klappt. Wir werden es erfahren. Aha, da gibt es auch schon etwas an Kräutern zu looten. Nehmen wir das mit. Ja, komm, warum nicht? Jetzt haben wir es ja gerade gelernt. Kann man da auch
Das erste Mal, da ist mir, glaube ich, jemand zuvor gekommen. Jo, macht nichts Schlimmeres. So. Gut, jetzt habe ich schon einen Nachteil gefunden, der passieren kann auf einem sehr überfüllten Server, und zwar die ja, Sammelgeschichten wie Erze, Kräuter etc. werden auf jeden Fall von mehreren Leuten gesucht und gefunden und weggesammelt. Genau. Lochmodan finde ich auch ziemlich cool. Schön grün mit Bäumen und so weiter. Und weg vom Schnee finde ich auch mal ganz gut. Ganz schöne Sache. Ich weiß gar nicht, ob das nicht schon oder noch völlig verfrüht ist, mit Level 8 da schon hinzugehen. Aber wie auch immer, zur Not grinden wir uns durch ein paar Mobs auf dem Weg. Am liebsten wären wir natürlich Humanoide, wo man dann auch noch ein bisschen Leinenstoff farmen kann. Das schauen wir alles mal. Jetzt gehen wir da erstmal hin und bringen dem, wie heißt er, Gebirgsjäger Gerstenbräu, bringen wir ein Fässchen Schimmerstarkbier. Und dann haben wir tatsächlich keine Quests mehr offen gerade. Das ist ja auch mal ein Erlebnis. Gut. Da sind wir auch nicht die einzigen, die dahin unterwegs sind. Der ist auch Stufe 8, der ist auch Stufe 8 und die ist Stufe 9. Naja, gut, okay, dann kann es ja vielleicht ganz so verkehrt nun doch nicht sein. So, und da gibt es nochmal Kräuter. Die holen wir uns jetzt aber doch. Hier ist die Amber Still Ranch. Was haben wir hier? Erdwurzel. Benötigt Kräuterkunde 15. Okay. Haben wir noch nicht. Wir haben noch Kräuterkunde 0. Hier ist auf jeden Fall auch eine Station oder sowas. Was haben wir da? Auch Erdwurzel. Na, das wird ja auch wieder nix. Nee. Abgehängt, verdammt, sagt er. Ja. Jo. Was will man machen? So, na. Tatsächlich Kräuterkunde doch eine Ecke zu spät gelernt. Ich schreibe ihm mal, ich warte hier. Und in der Zeit können wir auf jeden Fall einfach mal ein paar Mobs grillen. Kann man ein paar Mobs grinden, ein bisschen Erfahrung sammeln. Vielleicht noch das ein oder andere verkaufenswerte Item finden. Ist auch wieder ein Kraut. Nee, das hat sich der da schon geschnappt. Und hier haben wir Erdwurzel. Das kann ich eh nicht looten. Aber diesen Klippenheber, den kann ich killen auf jeden Fall. So, Krischildo ist unterwegs. Das ist eine gute Sache. Aber es wird ja hier auch nie langweilig. Beziehungsweise man hat dann doch immer irgendwas zu tun. So, den Bären da zum Beispiel könnte man auch seines Lebens berauben. Warum eigentlich nicht? Ah! Plus, ich habe natürlich wieder was vergessen. Den Fluch der Pein. Den Fluch der Pein. Den könnte man sich hier doch mal reinziehen und mal durch den Feuerbrand austauschen. Kupfip ist auch schon wieder dahin. Okay. Ich hab jetzt natürlich auch überhaupt nicht gut aufgepasst. Na, komm schon. Siehst du wohl. Das war etwas knapp. Aber gut, was soll's. Genau.
Fluch der Pein, der steigert sich irgendwie so über Zeit. Ja, mal gucken, ob die neue Rota so gut ist. Ja, siehst du, das ist sogar Essen, was mich bufft. Wunderbar. So. Und da ist doch auch der Kri-Schildur, den kenne ich doch. Seid gegrüßt. Und Kupfip ist auch wieder da. Ja. Da würde ich dann mal sagen, Grüße. Hallo. Und weiter geht's. Ah, hier wird schön Patrouille gelaufen. Alles klar, die Zwerge passen auf. So, hier werden im Chat wieder lustige Witze erzählt. Da will einer Waschmaschinen verkaufen. Das ist ja auch urkomisch. Ah, es ist, ja. So. Ich frage mich tatsächlich, wie viele Leute, ich sag mal, jetzt von Retail, die eigentlich nie Classic gespielt haben, hier mit dabei sind. Naja. Also ich denke mal, es werden auch etliche dabei sein, so wie ich, die halt kurz vor Burning Crusade oder die während Burning Crusade ihre Hauptzeit hatten, dann jetzt wieder Bock auf das oder auf die Welt, wie sie vor Cataclysm war, haben oder auch ein bisschen mehr den Spielstil von früher. Genau, und da kommt man ja, je weiter man zurückgeht, wahrscheinlich dem näher, nehme ich an. Genau, also je weniger Add-ons, desto weniger Neuerungen, die das Spiel dann ja doch etwas verändert haben. Ich will gar nicht sagen zum Schlechten, aber es ist auf jeden Fall irgendwie anders geworden, wie ich finde. So. Genau. Also am Anfang fand ich Cataclysm auch noch sehr, sehr interessant und spannend auf jeden Fall, weil diese Welt, die ich halt so gut kennengelernt habe, auf einmal komplett anders war, fand ich schon ziemlich cool. Auch die ganze Idee und dass man überall fliegen durfte. Nicht, dass ich jemals so weit gekommen wäre, aber die Idee fand ich nicht schlecht. So, und dann verlassen wir das erste Mal mit Mauke Dunmorok tatsächlich und begeben uns nach Loch Modan. Bringen dem Zwergen sein Bierchen und dann beenden wir diese vierte Episode von meinem Solo-Projekt mit der Hexenmeisterin Mauke und ihrem treuen Begleiter Kupfip, der schon tausendfach gestorben ist. So habe ich auch die letzte Folge genannt, irgendwie Kupfips tausend Tode, der irgendwie gefühlt alle 2 Minuten draufgegangen ist. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da gänzlich unschuldig dann bin. Wahrscheinlich irgendwas verkehrt gemacht. Ich weiß es nicht so genau, aber ich sag mal, es kann nur besser werden. Auf jeden Fall. So, und jetzt sind wir im schönen Loch Modan. Sehr schön, sehr schön. Da ist auch eine riesige Zwergenstatue. Wow, ja. Gut anzuschauen. Ich muss auch sagen, damals hatte ich noch nicht die allerbeste Grafikkarte, noch nicht den allerbesten Rechner. Jetzt kann ich hier alles schön auf Ultra stellen. Das ist auch eine feine Sache. Und genau, jetzt müssen wir doch aber nochmal eben gucken, wo der denn ist. So. Valar mit einem Stammausbilder. Der ist Gebirgsjäger und im südlichen Wachturm, einem von 2 Türmen an der Grenze zum Loch Modan. Südlichen Wachturm. Okay. Könnte sein, dass er hier drin ist. Oder er ist noch in Dunmorok und ich bin jetzt dran vorbeigelaufen. Das kann natürlich auch sein. Was ist denn hier? Da ist eine Friedensblume. Okay. Ne, hier scheint er nicht drin zu sein. Denn hier ist
kein gelber Punkt. So. Noch Modan, dann Morok. Ist da auch ein Wachturm? Ja, da ist auch ein Wachturm. Okay, Leute, wir müssen leider nochmal zurücklaufen. Es tut mir leid. So. Da kennen wir aber nichts. Das machen wir einfach so. Was macht Krischildur? Krischildur pflückt auch Blümchen. Alles klar. Und wir laufen fein zurück. Wo war das denn? Na, hier ist alles zu. Das kann es ja nicht sein. Ne, Moment, das war da. Ja, gut. Es läuft, es läuft. Also, es läuft, wenn man hier lang läuft und so weiter. Aber was will man machen? Nützt ja nichts. So. Jetzt mal für ganz doofe, dass wir es auch auf jeden Fall nicht falsch machen. Er ist Gebirgsjäger und im südlichen Wachturm stationiert, einem von zwei Türmen an der Grenze zum Loch Modan. Das heißt ja, oder würde ja bedeuten, dass das noch in Dan Morok sein müsste und nicht in Loch Modan. So. Dann kann man sich hier die schöne Landschaft auf jeden Fall auch nochmal reinziehen. Das ist doch fein. Ja, genau. Krischildur sammelt Friedensblumen. Das werden wir ihm demnächst dann irgendwann auch gleich tun. Wo geht's hin? Hab was verdaddelt. Ja, so ist das nun mal dann. Was man nicht im Kopf hat, das hat man in den kleinen Gnomenbeinchen, ne? Okay. Ich gehe zur Loch. Ja, gut. Das Deutsch lässt auch schon ein wenig zu wünschen übrig. Hat wahrscheinlich zu oft du nicht neben Kerze gehört. Ich gehe zur Loch. So, und da ist doch auch irgendwie was schimmerstark dir. Na, siehste wohl, sehr schön. Na komm. Die paar Minuten extra, das sei mir doch verziehen. So. Hallo. Genau, hallo, wollte ich auch gerade sagen. So, bitteschön, da hast du dein Schimmerstarkbier. Schimmerstarkbier soll direkt gleich weitergeliefert werden, okay. Bis nach Telsamar, ach so, Telsamar ist in Loch Modan. Ja, alles klar. Da gehen wir allerdings erst in der nächsten Folge hin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir sehen uns gerne bei unserem Zwergenduo mit Zockerkriech und Krischildur und dem Manfred. Und ich sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.